Servus und Hallo bei Echen TV ÖPNV. Ich bin der Andi. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge Lotto Simulator. Wir sind wieder da. Ich glaube, ein paar Tage gab es keine Folge, aber jetzt gibt es wieder. Wir sind in Vogelsand hier und ihr hört die ganzen. Die Kirche ist hier sehr, sehr laut. Also ich meine, wie laut diese Kirche ist. Schon ganz schön krass. Okay, mein Fahrzeug. Hoffentlich kommt es gleich wieder. Ich hoffe. Genau, ich habe mich heute für dieses Repent entschieden. Das ist irgendeine Stadt Chatin oder irgendwas, keine Ahnung. Ich kann es nicht genau aussprechen. Gibt aber natürlich alles im Steam Workshop. Genau. Ich habe mich heute entschieden, den Stromabnehmer nach hinten zu tun. Und zeige euch noch was. Ich mache es, glaube ich, so am besten. Ich habe einen kleinen Spaß erlaubt, aber ich gehe einfach mal rein. Gehen wir mal so, ja. Wie ihr seht, im hinteren Fahrzeugabteil. Ups, da kann man ein bisschen noch durchgucken. Das ist nicht optimal, aber fehlt der Sitz. Das heißt, wenn der Fahrer mit dem Zug muss er stehen oder ist gleich benutzbar. Genau, aber wir gehen jetzt wieder zu uns an, wo wir auch einen Sitz haben. Ist ein bisschen gaudi von mir heute, muss ich sagen. Und jetzt, ich habe mir das neue Ibis E-Touch aus München. Für mich ist es schon ziemlich bekannt, weil ich jetzt ja auch aus München komme. Und natürlich ist es für mich nicht neu. Und wir gehen auf Menü. Hier haben wir keine Sonderansagen, schade. Abbruch. Genau, okay. Ich würde sagen, wir legen gleich los und warten nicht lang. Ich habe dieses kleine Fahrzeug einfach gewählt, da ich dachte, dass es eine Kurzlinie ist. Da braucht man jetzt braucht man jetzt nicht so großes Fahrzeug für die Fahrgäste, weil es wahrscheinlich eh wenige sein werden. So habe ich es mit mir vermutet und das so einfach aber ich habe auch im Steam Workshop geschrieben, es wird vielleicht an einem großen Update gearbeitet, aber ich bin auch gespannt drauf. Ich freue mich sehr, wenn es auf diese Karte weitergeht. Ich kann natürlich verstehen, dass es eine große Karte ist, dass nicht immer das jenseits des kleinsten Update kommt. Und hier hat irgendwie die Anzeige nicht funktioniert. Oder die waren so leise, dass ich nicht gehört habe. Eins von beiden. So, eigentlich müsste es funktionieren. Warum es nicht funktioniert hat. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nicht so geeignet für dieses Fahrzeug.
Ich muss sagen, ich habe auch heute diese Anzeige genommen. Ich fand die auch irgendwie schick und passt jetzt nicht unbedingt zu diesem Fahrzeug, aber ich habe gedacht, warum eigentlich nicht? Genau. Ist ein kleines schickes Fahrzeug und ich würde sagen, ich gehe mal zurück. Wir schließen das. Utility einfach ist übelst, das macht einfach nichts. Ja, ich freue mich eher echt auf der ganzen Zeit abgekoppelt. Ich habe auch noch eine Linie stecken dabei. Würde mich natürlich auch sehr freuen. Und im nächsten Update wird auch kommen, dass an jeder Haltestelle dann Fahrgäste ein- und aussteigen. Auf so einer großen Karte dauert es einfach auch, das ist ja auch verständlich. Aber schicker Zug, finde ich. Wir werden sicherlich das ein oder andere Mal noch auf Kleinfurt unterwegs sein. Die ein oder andere Linie oder in einem oder anderen Umlauf. Haben wir noch nicht angeguckt. Umlauf Linienweg 8a, 8b zum Beispiel. Ja. Und dann in gut 4 Wochen, wenn dann Ostern ist, haben wir dann auch noch einen schönen Ersatzverkehr bzw. einen verkürzten Linienweg. Das sieht schick aus. Vielleicht wird dann auch die Linie 9 irgendwann wirklich nach Gartenstadt und Westbahnhof verlängert. Würde mich auch freuen. Aktuell ist ja wirklich eine kurze Linie. 3,60 Meter maximale Höhe. Ja, das kriegen wir noch hin. Sieht aber schick aus. Natürlich ist das jetzt Standard-Content, die Haltestelle. Zentral, Bahnhof, Sachsenplatz, ganz steht sogar schon den kompletten Linienweg. Also kann ich mir gut vorstellen, dass irgendwann weitergebaut wird. Was mich natürlich sehr freuen würde, muss ich ehrlich sagen. Weil ich mag die Karte sehr gern. Okay, hier sieht eine Vogelsand. Also wird es nur bis Vogelsand gehen. Okay. Aber fahren wir mal weiter. Ein schönes Gebäude hier vor uns, muss ich sagen. Okay. Ich hoffe, die Weichen liegen richtig. Schaut mal, wie viele Weichen hier liegen. Es kann sein, dass es wirklich noch mehrere Linien hier geben wird. Oh, 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 oh. Was haben wir hier? Nachladefehler. Oh, ist immer falsch. Ach, Fassadenweg, das ist... Ja, natürlich, das ist ja hier...
hier wusste ich ja schon. Aber es gab hier keine Hilfspfeile, oder? Ah, habe ich einfach übersehen. Muss mal kurz nachgucken, Moment bitte. So, ihr Lieben, jetzt habe ich verstanden, der Linienweg ist richtig, nur hält unsere Linie da nicht an dieser Haltestelle. Da hält eigentlich nur die Linie 8. Deswegen war auch nur 8 hier gekennzeichnet. Gut, aber wir sind auf alle Fälle richtig, das ist das Wichtigste. Jetzt fahren wir dann nach Zentral. Ich hoffe, dass dann die Weichen stimmen, dass wir dann Richtung Hauptbahnhof kommen. Ich hoffe, dass mein Fahrzeug auch gleich wieder erscheint. Ich hoffe, also erscheint sie, okay. Jetzt habe ich es schon drin gehabt. Von hier können wir jetzt Großteil der Strecke. Ihr seht, das ist wirklich eine kurze Linie. Nach rechts, das weiß ich. Ich hoffe nur, dass die Weiche auch funktioniert und uns mag. Haben wir hier auf dieses bei diesen Ibis ein Dingsbunks? Okay, mit der berühmt-berüchtigten G-Taste machen. Aber macht er nicht, ich hoffe nur, dass es funktioniert. Ah, ist ja richtig eingestellt. Hier gibt es natürlich noch keine Fahrplanmodus. Was ich noch sagen wollte, Y. Ja, jetzt bleiben wir hier kurz stehen. Stell dir mal vor, wenn hier wirklich viel KI-Verkehr rumfahren würde, wie toll das wäre. Das wäre, glaube ich, wirklich himmlisch. Wir standen ja mal hier mit der Linie 7 in der ersten Folge, wo wir uns Kleinfurt angeguckt haben. Und sind ja, konnten ja diese Weiche nicht umstellen, dass sie nach geradeaus fährt. Das ist jetzt dieses Stück, das wir uns angucken, wo wir uns in der ersten Folge nichts angucken konnten. Aber es ist eine schöne Karte einfach, finde ich. Und die ist wirklich sehr unterhaltsam. Ja, die Linie 9 ist jetzt nicht so optimal aktuell noch. Aber, halt mal kurz. Ich bin so zu weit gefahren. Ah, da vorne ist auch noch meiner. Was man angucken wollte. Mit Parkbank und all. Ja, da vorne ist auch noch einer. Da kann ich nochmal da gucken. Upsala, wo sind wir? Upsala, hallo, Hilfe. So, ist halt.
Schon interessant gemacht. Muss ich schon sagen. Gefällt mir wirklich. Gut. Also hier ist wirklich mit Liebe am Detail gearbeitet worden. Das muss man echt sagen. Dass sie wirklich... sehr toll gearbeitet wurde hier. Die Minigames Lots gekauft. Also ich habe mir nicht gekauft. Habt ihr sie euch gekauft? Schreibt mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Genau, hier sehen wir für die Linie 5, die Linie 7 und die Linie 9. Kitzing das Hauptbahnhof. Genau, und die Linien werden dann auch bis Hauptbahnhof, weil Sachsenplatz und Westbahnhof, die Strecke gibt es noch nicht. Natürlich gibt es die Strecke Westbahnhof in Richtung der Linie 7, aber in der Linie 9 gibt es sie noch nicht. Ich würde euch aber auch unbedingt diese Linie auch zeigen, damit wir einfach das richtig machen, vollständig machen und nicht halb so, halb so. Stopp! Bisschen Druckluft zum Bremsen. Und hoffentlich erholt sich die Strecke bis dahin. Dass wir dann weiterfahren können. Es ist halt eine Mega-Karte. Es ist wirklich eine riesige Karte. Und da Lotus noch in Early Access ist, kann natürlich solche Sachen einfach passieren. Wir sind jetzt in der Zeppelinstraße. Kinobus. Interessant. Lustig. Ich bin auch noch gespannt, was für Module es für dieses Fahrzeug geben wird. Weil bis jetzt gibt es den Führerstand der Gräfin der Bahn. Es wird ja noch andere Führerstände geben, bin ich echt gespannt. Ende der Fußgängerzone. So. Kensingplatz, Bahnhof. Und war hier nicht irgendwo, doch hier. Bahnhof. Ja. Sieht echt so toll hier aus. Das ist wirklich sehr kreativ gemacht worden. Bin auch gefangen, wenn es irgendwann in den Untergrund da geht, wenn es so diese Untergrundstation gibt,
bin ich auch irgendwann echt sehr gespannt. Upsala. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen zurücksetzen. Da ich nicht auf die Weiche geachtet habe. Noch. So. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt passt's. Ich nehme die Linie 8, die nach rechts. Hier mache ich die rechtliche Linie. Oh, 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 das ruckelt jetzt aber hier ganz schön im Hauptbahnhofbereich. Ah, okay. Macht ja nichts. Wir können jetzt sagen, wir machen. Was ist jetzt? So, jetzt hat. So und so. Linie, ich werde jetzt hier abschmeißen, richtig. 5 und 9. Fast sehr perfekt. Kann man jetzt umdrehen und dann weiterfahren, theoretisch. Okay, liebe Leute, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr dabei wart. Das haben wir doch 23 Minuten gebraucht. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Andi.